Hi Leute und willkommen zurück zu Dead Space Remake. Wir haben jetzt die Platine und haben die Schienen befreit. Und dementsprechend sollten wir nach meinem Verständnis startklar sein, die Monorail zu reparieren. Ja, natürlich nicht, nachdem wir hier noch irgendwelche Viecher umgemoscht haben. Junge! Du könntest ruhig mal ein bisschen langsamer rennen, damit ich ein bisschen mehr Zeit zum Zielen habe. Wäre das mal irgendwie okay. So, die Tür hatten wir schon aufgemacht, ne? Frachtlager, da sind wir schon mal drin gewesen. Es macht immer noch irgendwas seltsame Geräusche hinter uns. Wir ignorieren das einfach mal. Achso, sind wir hier schon im Kontrollraum? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das wäre noch ein oder zwei Gänge weiter. So, da hinten müssen wir jetzt, glaube ich, genau, die Platine, nicht wahr, es nicht die Sicherung einsetzen. Aber es ist auch relativ egal, ob es eine Platine oder eine Sicherung ist. Das Item, um die Monorail zu reparieren. Fordere die Monorail an. Das machen wir wahrscheinlich hier an dem Ding, ne? Wartung abgeschlossen. Monorail wird angefordert. Alles sauber. Nächster Halt, Flugdeck Monorail-Steuerung. Da liefen gerade unsere Kollegen rum, oder? Ich dachte, die wären sonst wo, ehrlich gesagt, und dass wir uns erst auf der Brücke wieder treffen. Aber die scheinen jetzt da drin zu sein. Moment. Oder waren das noch andere? Aber es ist noch intakt. Die Quarantäne ist aufgehoben. Der Weg zum Hangar ist frei. Aber die Kommunikation ist tot. Seid vorsichtig. Wie ist der Plan? Du und Johnston repariert die Carrion. Wir melden uns auf der Brücke. Standard-Notfallprotokoll. Protokoll? Hier sterben Menschen, Hammond. Ich werde nicht noch mehr verlieren. Halten wir uns an die Vorschriften, dann schaffen wir es auch. Hoffentlich. Warum sind die denn jetzt eingestiegen in die Bahn und wir nicht? Sorry, ich habe irgendwas im Hals. Was war unsere Mission jetzt? Missionen, kehre zur Kellion zurück. Ach so, hieß es nicht mal anfangs, wir sollten uns irgendwie auf der Brücke treffen? Ich habe auch irgendwie so grobe Erinnerungen, dass man mit dieser Monorail hier in der Station hin und her fahren kann. Ne? Es würde auch absolut Sinn machen, weil man sieht nämlich schon hier auf der Karte, dass es noch die ein oder anderen Bereiche gibt. Hier Sicherheitsfreigabe 1, hier ist noch ein Bereich hinter versteckten Türen. Hier haben wir den Waggon weggeräumt gehabt. Hier ist noch ein Bereich hinter einer geschlossenen Tür gewesen. Also ich vermute mal, dass wir irgendwann nochmal in diese Gebiete zurückkehren müssen. Sonst würden sie ja keinen Sinn machen. Oder wir haben irgendwas Heftiges übersehen, wie wir diese ganzen Sachen aufkriegen. Das will ich auch nicht ganz ausschließen. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So, wo müssen wir jetzt her? Wo sind wir denn hier? Achso, da unten haben wir uns das erste Mal erschreckt, genau. Ist hier beim ersten Mal auch schon so dunkel und hat so geblinkt und so? Ich glaube nicht, oder? Hier ist doch noch irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Beziehungsweise wir waren doch eh auf der Flucht aus diesem einen Sicherheitsraum da, oder? Die ganze Geräuschkulisse hier trägt nicht gerade, ich meine, ist auch nicht überraschend, ne, zu einer beruhigenden Stimmung bei. Ach, guck mal, hier sind Sachen. Hey, hier stand ich doch vor. Und ich bin mir sicher, dass da nichts aufgeblitzt ist. Hier haben wir unseren Cutter erhalten. Ja, aber das finde ich, das wäre dann auch einer der großen Vorteile gegenüber Callisto-Protokoll. Ne? Offen begehbare Level, das war ja was, was Callisto-Protokoll überhaupt nicht kannte. So ein bisschen Metroidvania-mäßig, dass man wieder zurückkehren kann, um noch Goodies aufzusammeln, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten, Sicherheitsfreigaben, whatever hat. Sowas mag ich ja immer. Weil das macht aus dem Spiel halt auch irgendwo mal ein Spiel, ne? Und nicht nur einem, ich laufe einem interaktiven Film hinterher oder sowas. Hier hat doch gerade irgendwas rumgeschwankt, oder? Ja, es schwankt auch immer noch rum. Waren wir hier schon mal drin? Ne, in diesem Raum waren wir auch noch nicht drin. Der war zu, als wir das erste Mal hier vorbeigekommen sind. Wo
Aber diese Geräuschkulisse, die macht mich echt fertig, Leute. Hört euch das an. Wobei, jetzt lässt es gerade nach. Oh! What the fuck? Nee. Nein, das wollte ich. Ich wollte dich verlangsamen. Nein, ich wollte nicht drauftreten. Ich wollte primär die Beine wegschießen. Ja. Ja, ungefähr das wollte ich. Ich hab's nur in der Hektik völlig verkackt. Weil ich die Tastenbelegung noch nicht so intus hab. Ein Knoten, sehr schön. Was machen die alle für einen Stress hier? Muss das sein? Ja, ein bisschen Leben wiederherstellen. Also ich glaube, ein Großer stellt zwei, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, Leuchteinheiten auf dem Rücken wieder her. Man hat es gerade gesehen, es sind relativ genau zwei raufgegangen, glaube ich. Aber wir sind doch einmal, da wo das erste Mal unser Kollege abgemetzelt wurde, sind wir doch aus diesem Sicherheitsbereich da geflohen. Sind wir dann hierher gelaufen? Jo, mein Freund, ein Bein weniger. Dann bist du gleich viel weniger gefährlich. Dankeschön für die Heilung. Ah, jetzt sind wir auch wieder in diesem Bereich hier. Genau, von hier aus sind wir ursprünglich mal geflohen. Wir waren gerade hier beschäftigt, uns die Schäden an der Ishimura anzugucken. Matsch, matsch. Wo auch immer der jetzt noch herkam, ich weiß es nicht. Genau, und dann wurde unser Kollege abgemetzelt. Scan Rig to unlock Workstation. Aber jetzt sind wir fast wieder an unserem Raumschiff, mit dem wir hingekommen sind. Isaac, wir sind auf der Brücke, aber hier sind keine Überlebenden. Daniels versucht, auf den Hauptrechner zuzugreifen. Okay. Was mir noch aufgefallen ist, ne, ich bin schon im... Genau, ich habe nicht den Leistungsmodus aktiviert, aber das Video läuft trotzdem größtenteils in 60 FPS, ist mir bei der Bearbeitung mal aufgefallen. Naja, gut, ich nehme das mal so hin. Das Spiel an sich, ne, sieht, finde ich, sehr stimmig und sehr schick aus. Wobei ich trotzdem der Meinung bin, mein gutes Spiel ist von 2008, das sind mittlerweile 15 Jahre immerhin, das kommt mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor, aber es ist ähnlich wie mit Last of Us Remake. Ich finde, es sah noch nicht so schlecht und so alt aus. Klar, es sieht alt aus im Vergleich zur heutigen Grafik, aber nicht so bescheiden, sage ich mal, dass es unbedingt schon Remake gerechtfertigt hätte. Ne? Nichtsdestotrotz, im Gegensatz zu Last of Us habe ich das hier nur einmal gespielt, Last of Us habe ich mehrmals gespielt und kann mich eigentlich an jede Kleinigkeit erinnern. Das hat sich für mich nicht gelohnt. Dead Space aber schon, da ich es nur einmal gespielt habe und mich eigentlich an kaum noch was erinnern kann. Außer, dass man hier halt auf diesem Raumschiff die ganze Zeit rumgelatscht ist, durch die Gänge gekrochen ist und irgendwelche Körperteile abgetrennt hat. Das ist eigentlich noch so die Haupterinnerung, die ich an das originale Dead Space habe. Achso, wir treffen uns auf der Brücke wieder. Damit war aber unsere eigene Brücke gemeint, oder wie, die ganze Zeit. So, erstmal das Helmchen wieder ab. Ja. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt schon von ihr abhauen wollen, das wird nicht gut gehen. Was hast du da? Ist das Blut? Bailey, hör mir zu. Nein, nein. Die Ishimura ist voller... Das sind Monster. Hast du nichts gehört? Was? Nein, die Kommunikation ist tot. Isaac! Wir müssen die Kellien reparieren. Hast du einen Schadensbericht? Ja, da ist er. Ach so, die anderen beiden sind zur Brücke, doch zur Brücke von der Ishimura. Ich hätte mitkommen sollen. Und wir wollten noch zur anderen Dame hier, die uns wahrscheinlich helfen soll, das Schiff zu reparieren. Genau, gib mal den Schadensbericht. Oh Gott. Wow. Ich wollte gerade mitballern. Okay, unsere andere Kollegin hat es, glaube ich, gerade dahin gerafft, oder? Ja gut, also Abreise können wir jetzt total vergessen. War das unser Singularitätskern auf unserem Schiff, der da gerade zerstört wurde? Da kommt noch einer.
Oh, präzise Treffer aufs Bein. So schnell kann es gehen, mein Freund. Ja, gut. Ich würde sagen, jetzt sitzen wir hier erstmal endgültig fest, ne? Jetzt gibt es für uns erstmal keinen Weg zurück. Das heißt, wir können uns auch darum kümmern, mal aufzuklären, was hier überhaupt passiert ist. Er kommt ja angesprungen, oder wie? Ja, klar, er macht einen Satz zurück. Ah, Gott sei Dank, man muss nicht so super nah dran sein. Aber er hat uns zweimal getroffen, der Drecksack. Isaac, was ist denn da unten los? Wir haben Johnson verloren. Wie blutbespritzt wir sind. Der Singularitätskern ist überlastet. Dick Hallion war unser einziger Ausweg. Wir sind gefangen. Nein. Ich verliere nicht zwei meiner Leute ganz umsonst. Kann uns der Hauptrechner helfen? Kein Stück. Die Primärsysteme sind gesperrt. Mit den Codes des Captains. Suchen wir Captain Matthias. Track sein Rig. Okay. Okay, hier. Captain Benjamin Matthias. Standort Krankenstation. Hier steht, er ist verstorben. Welche Überraschung. Oh Gott. Isaac, du bist mehr dran als wir. Du kannst durch den Wartungsraum zurück. Finde die Leiche des Captains und hol dir seinen Rig. Mit den Codes können wir... Was war das? Okay. Brücke ist also auch kein sicherer Ort mehr. Also eigentlich ist gar nichts hier auf dem Schiff ein sicherer Ort, ne? Geh zur Krankenstation. Jo, wir sollen die ID-Card des Captains finden, um uns hier mehr Zugänge zu verschaffen. Aber trotzdem, man merkt im Spiel, auch schon mit der ganzen Karte, dass man sieht, dass es hier halt richtige Bereiche gibt, in denen man sich frei bewegen kann. Man merkt dem schon eine ganz andere Produktionsqualität als Callisto Protocol an. Der Callisto Protocol, klar, hatte sich auch so als AAA positioniert. Es war auch aufwendig gemacht, ne? Glaube ich, auch von der ganzen Grafik und so, wenn es gut gelaufen wäre. Aber das Spiel an sich war halt eintönig und ein einziger linearer Schlauch. Also da haben sie irgendwie am falschen Ende gespart, ne? Im Gegensatz zu dem hier. Klar, das ist auch nur ein Remake hier. Hier ist jetzt keine... Nicht der größte kreative Akt geleistet worden, einfach das gleiche Spiel nochmal mit aktueller Technik zu machen. Das muss man auch mal sehen, aber wie gesagt, für jemanden, der es nur einmal gespielt oder noch gar nicht gespielt hat, lohnt sich es definitiv mehr als Callisto Protocol, würde ich sagen. So, sind jetzt wieder neue Türen aufgegangen, in die wir rein können? Wahrscheinlich, ne? Die Bereiche, wo wir noch nicht gewesen sind, gab es ja einige. Hier links ist jetzt auf zur Monorail-Station Flugdeck. Da rechts sind wir ursprünglich mal hergegangen. Ja, wir sollen jetzt auch erstmal da links her. Was jetzt natürlich nicht so geil ist, ne? Jetzt haben sich neue Türen geöffnet. Ah ne, aber hier sieht man, da ist immer noch ein Schloss dran. Ich denke mal, alles, wo noch ein Schloss dran ist, ist dann trotzdem noch weiter potenziell geschlossen. Ach so, wir sind hier in einem ganz anderen Bereich. Oder ist es einfach eine andere Etage? Oh. Ja, Kartensteuerung muss ich auch nochmal üben. Ne, es ist ein ganz anderer Bereich. Es ist gar nicht mehr die Karte, die wir vorhin hatten mit der Monorail. Mit den ganzen Monorail-Gängen und so. Nichtsdestotrotz gab es ja auch hier jetzt gerade noch. Habe ich das überhaupt schon mal gesehen? Ist doch geil, dass dieser Raum immer dunkel ist. Energiesparmaßnahme oder was, wenn da keiner drin ist. Hier müsste... Achso, doch, die geschlossene Tür ist das. Okay, ja, ich hab's verstanden. Was war das denn jetzt? War das sich jetzt an der Tür wehgetan oder was? Okay, okay. Da soll's weitergehen. Geh zur Krankenstation. Badezimmer wieder mal. Muss es hier so dunkel sein im Badezimmer? Oh. Bist du hingefallen, aber jetzt haben wir irgendwie gleich keine Stase mehr. Das ist ein bisschen schade.
I can die here. I can't die here. Not yet. Not. Kann ich nicht lesen. Eat me. They ate my body. Okay. Hier ist auch nicht mehr viel übrig von diesem Körper, wenn hier mal einmal war. Wenn hier mal einer war. Okay. Can cook. Okay, okay. Aber hier in den Duschen scheint es immer mal was zu geben, offensichtlich. Schreit hier jemand? Hier schreit doch jemand, oder? Auch nicht gerade das beste Zeichen. So, es ist ein Fahrstuhl. Auf in die untere Etage. Store. Im Shop kannst du Gegenstände kaufen, verkaufen und einlagern. Okay, wir haben zum ersten Mal einen Shop gefunden. Nice. Der Shop ist eine zentrale Anlaufstelle zum Kaufen, Verkaufen und Lagern von Gegenständen zur späteren Verwendung. Im Shop kannst du Gegenstände mit Cash kaufen, bringe Schemata zum Shop, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Inventar, verkaufe im Inventar Gegenstände, die du gerade besitzt oder lege sie ins Lager. Lager, wenn das Inventar voll ist, kannst du Gegenstände ins Lager legen, um sie später zurückzuholen oder zu verkaufen. Das Lagersystem kann über jeden Shop aufgerufen werden. Ja, ich würde mal sagen, also Muni haben wir im Moment wirklich reichlich, ne? Ich würde sagen, zwei Stacks, beziehungsweise den angebrochenen Stack und einen vollen können wir mal verkaufen. Ein seltenes elektronisches Bauteil, verkaufe es im Shop, um Credits zu erlangen. So, sehr schön. Lager. Ein klassischer CEC-Rig, der für jahrelange treue Dienste entwickelt wurde. Kriegen wir jetzt das alte Dead Space Kostüm an? Oder was ist das? Mit ungefähr 3 Polygonen dann, oder wie? Ich glaube, das ist der ursprüngliche Anzug gewesen, ne? Aus dem klassischen Teil. Aber ich glaube, sie haben ihn detailmäßig auch ein bisschen aufgearbeitet. Oh, komm, wir lassen den mal an. Das finde ich ganz witzig. Klassischer Rig DS08. Ein klassischer... im Besitz. Ablegen. Okay. Hat er jetzt aber sonst keine Benefits oder so, ne? Erhöht deine Inventar... Ah. 10.000. Wie viele haben wir? Wo steht das? Wir haben 14.000. Okay. Instant-Kauf. Größeres Inventar. Und verleiht 5% Rüstung. Ja, nice. Medipack, Muni. Energieknoten ist natürlich auch nice, aber ich gönne mir erstmal mehr Inventar. Auf jeden Fall mehr Inventar. Und jetzt ziehen wir das Ding schon wieder aus, oder wie? Schade eigentlich, ich wäre gern noch ein bisschen in diesem klassischen Look rumgelaufen. Aber mehr Inventarplatz ist mir natürlich doch wichtiger. Oder hat sich hier jetzt gar nichts verändert? Ach so, das ist, glaube ich... Ich glaube, es hat sich gar nichts verändert. Das andere Teil ist nur für den Look und was man sich an zusätzlicher Ausrüstung und so kauft. Oder? Ja. Wird dann einfach auf jeden Rig quasi gepflanzt. So, ja, ich würde sagen, dann sind wir hier erstmal durch. Heilung und Muni haben wir genug für mein Verständnis. Das können wir uns gerade nicht mehr leisten. Wir haben uns mehr Inventarplatz gegönnt. Hätten wir vielleicht doch keine Munition verkaufen müssen. Aber wir haben eine Reihe mehr Inventar. Okay, okay. Das war es wirklich wert gewesen, würde ich sagen. Und wir kriegen schon wieder neue Muni. Von daher alles richtig gemacht, würde ich sagen. Da sind wir hergekommen. Was ist das hier? Ein Getränkeautomat, ne? Noch mehr Credits. Noch mehr Muni. Oh, Entschuldigung, mein Freund. Ich wollte eigentlich auf die Koffer treten. Ah, okay. Ihr seht auch alle nicht so richtig gesund aus hier, ne? Welcome aboard. Was ist eigentlich unser Auftrag gerade? Ah ja, doch. Ach so, ach, da unten ist dieses Monorail-Dings, wo hier rechts auch die Tür ist, wo wir nicht durchgekommen sind, oder? Manchmal geht das direkt auf die Karte zu gehen, manchmal nicht. Schon seltsam.
Ah nee, das, wo wir nicht rein konnten, ist genau auf der anderen Seite. Okay, ja gut, dann sind wir genau auf der anderen Seite. Aber es ist trotzdem der Bereich, den ich wieder erkannt habe. Krankenstation. Ach so, ich dachte, wir müssten jetzt mit der Monorail hier zur Krankenstation fahren. Aber ich glaube, das ist so eine Station, wo man dann irgendwann mal die Monorail fahren kann. Ah, dann gehen wir mal schauen, ob wir den Captain hier irgendwo finden in der Krankenstation, oder? Da ist auch nochmal eine Bank. Aber ich glaube, wir haben keine Knoten oder sowas, ne? Anzug Level 2, Upgrade-Diagramm erweitert. Ach so, darüber schalten sich dann auch weitere Sachen frei. Dann habe ich es irgendwie letztes Mal doch noch nicht so ganz gecheckt gehabt. Wir haben einen Knoten, mehr Luft. Luft brauchten wir bisher noch gar nicht. Stase-Dauer. Ja, das finde ich noch ganz cool, ne? Da müssen wir aber über den Luftknoten auf... Wir müssen so oder so über den Luftknoten, ne? Was wir hier beim Plasma-Cutter als nächstes? Kapazität haben wir schon. Kapazität. Schneller nachladen. Na komm, wir gehen erstmal bis hier unten hin. Noch einmal mehr Kapazität. Und einmal Schaden. Also den nächsten Knoten investieren wir noch in Schaden. Und dann würde ich mir mal mehr Stase auf dem Anzug gönnen, denke ich mal. Eine Speicherstation ist hier auch noch. Hier ist ja alles, ey. Wie nett. So, alles, was wir jetzt erweitert und gekauft haben, ist jetzt wenigstens auch mal gespeichert. Wenn wir jetzt irgendwie mal dumm sterben sollten oder so, was mir natürlich nie passieren würde. Ist das wenigstens soweit gesichert. Okay, es geht weiter runter. Gar nicht mal so weit. Das heißt, ich würde sagen, wir sind eigentlich immer noch auf der Ebene, oder? Ey, jetzt geht es wieder nicht mehr. Ein paar Mal hat es funktioniert, dass ich direkt in die Karte gegangen bin, wenn ich das Touchpad so lange gedrückt halte. Aber jetzt geht es wieder nicht mehr. Okay, ist doch nochmal irgendwie ein anderer Kartenbereich. Oh, es gibt... Wow, es gibt 6 Etagen hier. Ist die ganze Ishimura doch miteinander verknüpft? Ich meine, es gab doch mehrere Bereiche, oder? Aber es kann sein, dass diese Monorail nur so eine Art Schnellreise oder sowas ist. Zwischen den einzelnen Bereichen dann. Aber dass sie doch auch so miteinander zusammenhängen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das werden wir sehen. Und uns in der Beziehung überraschen lassen. So eine Minimap, ne? Finde ich noch nicht schlecht. Links oben oder rechts oben eingebaut. Das würde es auf jeden Fall die Orientierung nochmal stark erleichtern. Muss ich vielleicht mal zwischen den Parts in den Optionen gucken, ob es sowas gibt. Auch hier Sicherheitslevel 1. Aber ich schätze mal, wenn wir den Captain gefunden haben, werden wir wohl Sicherheitsfreigabe 1 haben, oder? Hoffe ich mal. Willkommen an Bord. Liegt da der Captain und seine Sicherheitsfreigabe? Auf jeden Fall liegt da irgendwas Magnetisches. Chinesemodul, Kapitel 2, Intensivstation. Finde den Rig des Kapitäns. Machen wir. Jetzt finden wir noch ein zweites Chinesemodul hier. Was macht das? Rig Manual, Sitze Chinese ein, um Gegenstände zu bewegen. Zielen. Ach so, Zielen und Kreis. Jetzt kann ich sie nicht nur verlangsamen, jetzt kann ich sie auch so magnettechnisch... hin und her bewegen. Die Frage ist, wollte ich das oder wäre ich da irgendwie durchgekommen? Aber ich vermute mal, wir wollten das. Ich kann es ja zur Not auch nochmal zurückholen. Einmal Credits, Dankeschön. Aber da sind wir nicht dran gekommen irgendwie, oder? Nö, hier war ja eine Wand. Ach nee, ich muss es da reindrücken, da hinten, oder? Sehe ich das falsch? Kostet mich das eigentlich auch chinesische Energie? Aber ich kann es nur nach links und rechts... Ich meine, da ist auch noch eins. Ach so, das kann ich nach rechts schieben. Warum sagt mir das denn keiner? Aber ich glaube, das will ich von hier aus auch nochmal in die andere Richtung schieben. Da war nämlich irgendwas hinter, oder?
Scan Rig to unlock Workstation. Okay, aber wir können hier trotzdem nichts machen. Ich hätte echt schwören können, da liegt irgendwas, was wir aufnehmen können oder so. Jetzt kann ich auch nicht weiterziehen, warum auch immer. Aber hier ist was hinter. Ein Bronzehalbleiter gibt auf jeden Fall Kohle. Und bei Kohle sage ich auch nicht nein. Selbstverständlich. Lass sie nicht raus, lass sie nicht raus. Okay, hallo. Oh, du hast ordentlich gemetzelt hier, oder? Wir müssen die Stellung halten. Sie sind alle zurückgekommen. Was hat sie da eine Hand auf ihrer Hand? Ja, die Crew ist zurückgekommen. Das haben wir auch schon festgestellt. Oh, Leichensäcke stapeln sich hier. Übel. Okay, sie hat auch noch irgendwas für uns fallen lassen. Ein Impulsgewehr. Ja, nice. Dem Inventar wurde eine neue Waffe hinzugefügt. Füge sie zum Waffenrad hinzu, um sie zu benutzen. Kontaktmine. Kosten 25 Projektile. Ausrüsten. Ach so, ah, da kann ich es jetzt links, rechts. Nehmen wir es mal nach rechts. Es verbraucht aber wahrscheinlich die gleiche Muni wie unsere alte Waffe, oder? Obwohl, die hat 130 insgesamt und die nur 50. Nee, scheint eine andere Muni zu sein. Abriegelung der Station überbrücken. Ich weiß noch nicht so ganz, ehrlich gesagt. Steht da unten. Medical Deck. Das haben sie schon cool gemacht mit den Beschriftungen hier, ne? Ich verfolge eigentlich meistens die Strategie, dass ich auf jeden Fall meine Basiswaffe maximal skille, weil man für die doch am meisten Munition findet. Und danach gucke ich dann eigentlich immer erst, welche Waffen ich danach noch leveln will. Also das heißt jetzt nicht, dass ich komplett nur die Pistole level. Aber ich denke mal schon, dass ich das meiste da reinstecken werde. Hallo? Jetzt liegt's im Weg. So. Ach nee, hier sind wir prinzipiell richtig. Wenn wir hier richtig sind, boah. Können wir mal das Ding hier aus dem Weg räumen und mal irgendwo hinlegen, wo es nicht im Weg steht. So. Stadtmauer ist erreichbar. Danke für Ihre Geduld. Okay, jetzt können wir die Monorail dann auf einmal doch benutzen, oder wie? Benutzen. Krankenstation. Gesperrt, gesperrt, gesperrt. Hangar, Fracht, Monorail-Steuerung. Okay, dann ist das tatsächlich, glaube ich, wie ich dachte, quasi nur eine kleine Schnellreise. Und der ganze Komplex steht uns jederzeit zur Erforschung offen. Boah, es hat auch noch Metroidvania-Anteile, Leute. Ich liebe es jetzt schon, das Spiel. Das macht es einfach so viel besser als Callisto-Protokoll. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch noch so Metroidvania-mäßig ist. Hi, Chef. Hast du von Daniels gehört? Wir wurden angegriffen und haben uns verloren. Nein, nichts. Die Krankenstation ist ein Schlachthaus. Sie haben den Eingang zur Leichenhalle versperrt. Die Leichenhalle? Ja. Aber die Barrikade wurde in aller Eile errichtet. Ein Hydrazintank sollte ausreichen. Ich bräuchte einen Zünder, vielleicht ein Schockpad. Vielleicht ist Nicole hier durch. Hi, Jack.
was uns angegriffen hat. Ich schwöre dir, das war Chen. Aber ich habe ihn sterben sehen. Wenn die Halle verbarrikadiert ist, dann vielleicht, um etwas einzusperren. Auf gar keinen Fall. Die Tussi hat gerade auch nicht zu uns gesagt, lass es nicht raus. Und ja, dass uns Chen angegriffen hat, zerstöre die Barrikade. Ist jetzt auch nicht die Riesenüberraschung, ne? Weil die ganzen Zombies hier ja auch quasi in Crewkleidung rumrennen, wie wir schon mal irgendwann festgestellt haben. Warum sollen unsere eigenen Kollegen dann nicht zurückkommen, ne? Hydrazintank. Hier scheint irgendwie so eine Art Labor zu sein. Aber Leute, ist es eh Zeit für ein Päuschen. Da ist auch nochmal der Store. Haben wir irgendwie nennenswert was an Geld oder was zum Verkaufen? Ja doch, wir haben so eine Platine bekommen zum Verkaufen. Bringt nochmal 2000. Komm, wir verkaufen nochmal einen Stack hiervon, dann haben wir genau 10.000. Und dann können wir uns hier einen weiteren Knoten kaufen. Ach, WTF, die gibt's unbegrenzt, oder was? Steht keine... Das gibt's alles unbegrenzt, was hier drin ist. Okay, ich brauche die Kohle wahrscheinlich auch massiv für weitere Upgrades und so, ne? Das war mir auch noch nicht so bewusst. Aber gut, dass wir es jetzt wissen. Evacuate this area immediately. Danke für den Hinweis. Ich glaube, wir werden uns nicht dran halten, beziehungsweise... Ah, guck mal, das war Impulsmunition, glaube ich. Wir können uns gar nicht dran halten, weil unser einziges Fluchtschiff... Ach so, weil unser einziges Fluchtschiff ja leider explodiert ist. Wurde uns das hier auf der Karte eingetragen, dass hier noch ein Schrank ist? Nee, das wird einem nicht eingetragen, ne? Okay, sowas kann man dann aus dem Augen verlieren, Metroidvania-like. Dass wir hier für den Schrank eine Sicherheitsfreigabe Stufe 2 brauchen. Vielleicht entdecke ich es irgendwann in meinen Videos, wenn ich sie bearbeite. Dann würde ich zu gegebener Zeit nochmal hier zurückkommen. So, aber ich würde sagen, Freunde, in die Krankenstation begeben wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.